Herzlich willkommen zurück, Leute, auf dem Crash Academy Channel mit einer neuen Folge vom SCB Verse Report. Der Weezen und ich haben uns diese Woche ein spezielles Hot Topic rausgesucht, denn irgendwie drehte sich im letzten Monat eigentlich alles um Handel. Und deswegen auch unser Hot Topic, die erste Version des Handels, die ins Spiel kommen soll und implementiert werden soll. Ist wahrscheinlich auch ein Thema, was euch alle sehr, sehr interessiert. Und es war wurde vorgestellt von Austin, Texas. Der Fokus für den Monat, und zwar erste Version des Handelssystems, soll implementiert werden. Und dazu gehört auch eine neue Stufe der Jobs. Shops. Der Shops. Ich wollte dich nicht verarschen. Machen viele, bin ich gewohnt. Jedenfalls bei Around the Verse haben sie das erwähnt, dass es halt eine neue Stufe der Shops geben soll. In den Updates nach Patch 2.6.2 sollen die enthalten sein. Ja, und in erster Linie beschäftigen sie sich halt damit, okay, wir brauchen eine Liste. Welche Waren gibt es überhaupt? Also welche Waren sind vorhanden? Welche Plätze gibt es? Wo sollen sie verkauft und gekauft werden? Dann wollen sie natürlich eine fluktuierende Wirtschaft haben, die auch variabel ist, dass das Ganze so wie in der echten Welt ist, ne? Dass es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, das Ganze dynamisch halt ist. Genau, dynamisch. Und der Zustand, der Status dieser Waren spielt auch eine große Rolle. Und zwar gibt es einmal den Zustand natürlich Rohstoff abgebaut, es gibt den Zustand weiterverarbeitet und es gibt diese handelbaren Waren, die sozusagen fertig sind. Ja. Dann haben sie gesagt, in puncto Preise wird das natürlich so sein, dass die sich verändern werden. Das hängt ab von den Handlungen der Spieler, aber auch vom Angebot und Nachfrage. Und die erste Version wird so sein, dass du halt einen Basispreis hast, also dass sich das Ganze an einem Basispreis orientiert. Das wird sich natürlich später noch ändern, ne? Also es wird am Anfang, wie gesagt, von Hand festgelegt werden. Genauso wie, dass es eine Basisversion geben wird oder Basisgüter, auf die das Ganze begrenzt ist, dass die nicht so speziell sind. Ich denke auch, die Dynamik ist ein Punkt, wo sich dann auch erstmal ein Balancing finden muss. Ja, wie stark fluktuieren solche Preise? Alles das ist ja geplant, aber mit diesen Basisgütern hat man erstmal die Möglichkeit, überhaupt eine Grundlage zu schaffen. Zu den Basisgütern gehören natürlich jetzt auch die Warengruppen. Jetzt kann man sagen, okay, auf jeden Fall Basisgüter sind Erz, Gas oder Food Supply. Mhm. Klassische Basisgüter, die am Anfang eingeführt werden. Ja, wenn sich dieses System dann natürlich bewährt hat, dann werden die Warengruppen expandieren und es wird halt spezifische Güter noch geben. Sie haben unter anderem jetzt Wasserstoff und Gold erwähnt. Genau, Wasserstoff kennen wir auch alle schon. Kleiner Ausflug ins Verse. Hydrogen Fuel ist das, was wir im Afterburner, wenn ich es richtig verstanden habe, tanken. Das wäre zum Beispiel Wasserstoff, den man dann vielleicht auch verkaufen kann an eine Tankstelle wieder. Müssen wir halt sehen, was dann implementiert wird. Es ist eine neue Stationsart geplant, und zwar der Truck Stop. Und ich denke mal, gerade so, wenn man jetzt mal überlegt, so, man kann natürlich auch ein Speditionswesen aufmachen und dann einfach Waren einkaufen, Waren verkaufen. Und dann denke ich mal, dass der Truck Stop quasi dieser Umschlagepunkt ist. Ja, sie haben den schon öfter erwähnt. Genauso haben sie jetzt gesagt, es wird einen neuen Shop geben, das sogenannte Admin Office. Und dieser wird an vielen Plätzen verfügbar sein, aber nicht dort, ne, wo die Trade and Development Division ist. TDD. Wir kennen das Ganze aus dem Social-Modul aus A-Corp. Das ist quasi so eine Mischung aus Arbeitsagentur und Handelsumschlagepunkt, wo man Contracts später abschließen soll, wo man Waren einkaufen, verkaufen kann oder Jobs annehmen kann, Jobs anbieten. Das ist so die große Trading-Plattform auf den einzelnen Landezonen oder in den einzelnen Landezonen. Und wo diese großen Center nicht sind, da ist dieses Admin Office für diese Schnittstelle gedacht, für den Warenkauf, Verkauf und für die Lagerhalle oder genau. Lagerhaltung. Ja, genau. Also im Prinzip ja so ein Organisationsding auch für die ganzen Lieferungen und so, ne? Ja, das war es dazu. Dann gab es noch viele Neuigkeiten in puncto Schiffe. Das A-Team war ganz fleißig, und zwar die Cutlass Black ist in der Greybox-Phase. Und genauso wie in die Miss Prospector, ne? Die ist sogar fertig in der Greybox-Phase. Die ist schon fertig in der Greybox-Phase. Also Cutlass muss ich sagen, so ich laber jetzt mal ein bisschen. Ich finde es schön, die Milchtüte von Star Citizen. Vom Design her gefällt sie mir weniger als vorher, aber ich finde das Design wesentlich funktionaler. Das heißt, es wird, finde ich, jetzt mehr der Rolle des Schiffs gerecht. Deswegen finde ich das auch gut so, dass das Design so aussieht. Und die Prospector ist auf jeden Fall ein Schiff, was natürlich für 3.0 gebraucht wird. Ja.
Dann gab es außerdem bei der Drake Buccaneer Neuigkeiten, die ist in der finalen Phase. Und auch was PU-Animationen angeht, da gab es auf jeden Fall Neuerungen bei den NPCs. Sie wollen jetzt darauf mehr Wert legen, also dass die halt mit der Umgebung interagieren. Sie wollen verschiedene Sets anlegen, wie Ess-Animationssets, ne? Also wenn du halt in eine Kantine kommst, dass du dann tatsächlich auch ans Buffet gehst oder dir was bestellst und was isst und dass das ein bisschen... ja, lebendig ist. Natürlich wirkt, dass das Universum anfängt zu atmen. Ich fände es ja schön, wenn wir so einen Besoffenen hätten, ja, der immer irgendwie an so einem Druckshot rumsteht. Den man schon kennt. So. Den man kennt und der so alle anpöbelt, die so auf die Station kommen. Erstmal so anpöbelt, irgendwie anfängt zu schubsen und unflätig zu werden. Ja. Und sobald du Streit anfängst, wirst natürlich du verhaftet. Ja, genau, super, genau. Aber der hat auch natürlich dann immer so die Insider-Tipps und der kennt halt jeden und so. Das wenn du billigen cool. Fusel mitbringst von Career, ihm dann sozusagen die Hand drückst, dann wird der dir die neuesten Missionen geben. Okay, ich schweife komplett ab. Ja, aber egal. Es wäre schön. Ist auch mal schön. Ja, und schön wird es auch im Spectrum. Ich mache mal einen ganz krassen Cut. Spectrum gab es auch Neuigkeiten. Da sind sie, wie gesagt, immer sehr dankbar fürs Feedback, weil sie natürlich wissen wollen, okay, was brauchen wir da noch, was muss noch eingefügt werden. Und sie haben diesmal eine Art Timeline aufgestellt, naja, Timeline würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall haben sie zumindest kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele festgelegt. Ein kurzfristiges Ziel, klar, Spectrum soll mit dem aktuellen Forum auf den neuesten Stand oder auf den gleichen Stand gebracht werden. Das wäre das kurzfristige Ziel. Finde ich schon eine harte Hausnummer, weil diese ganzen Posts, also habe ich es auch verstanden zumindest, dass die alle natürlich jetzt auch rein sollen, die ganzen Threads und Posts, mal sehen, ob das so passiert, müsste eigentlich, sonst ist ja die Kontinuität nicht mehr gewahrt. Nee. Klingt für mich schon nach einer ziemlichen Aufgabe, vielleicht sind die Schnittstellen da auch viel einfacher. Ich habe davon eh keine Ahnung. Mittelfristig ist es so, dass die Plattform, also die Schnittstelle zu den Portables, zu den mobilen Endgeräten, ja, dass diese Schnittstelle mittelfristig integriert werden soll, sprich iOS, Android. Da sind so die wichtigen Namen, dass wir dann wirklich in der Lage sind, mit unseren Mobile Devices, mit unseren Handys dementsprechend zu interagieren mit Spectrum. Ja, und als langfristiges Ziel, da haben sie sich vorgenommen, dass sie auf jeden Fall den Voice-Chat integrieren wollen und dass es Offiziers- und Staffel-Channel gibt. Da denke ich natürlich sofort an TeamSpeak, wer es kennt, dass man vielleicht Whisperlisten hat oder dass man zumindest, es wurde auch so gesagt, nicht die Kanäle wechseln muss, wenn man im Kommando-Channel ist und mit einer Einheit, mit einer Staffel reden will, soll das möglich sein. Ja, dann gab es noch Neuigkeiten bei Behind the Scenes. Da drehte sich alles um die Waffen und da solltet ihr auf jeden Fall mal reinlesen, weil das war ganz spannend, weil sie dort im Prinzip den Ablauf erklären, wie kommt man von der Idee, eine Waffe zu erstellen, dann letztendlich zu der Waffe am Ende im Spiel. Also angefangen, wir reißen es nur mal kurz an, ne? Also dass die Entwickler am Anfang halt festlegen, okay, die Schlüsselelemente der Waffe oder den Hersteller. Welcher Hersteller ist jetzt für welche Waffe zuständig? Wie soll der Waffentyp sein? Dann gibt es halt ein Kick-Offs-Meeting, da stellen sie das alles vor, dann präsentieren sie diese Konzepte, vergleichen es natürlich mit den realen Waffen, dann geht es später in die Visual Effects und die Audioabteilung, die findest du ja ganz toll, ne? Muss ich sagen, so gefällt mir im Arena Commander als auch in Star Marine die Schusssounds, also sowohl FPS-Waffen als auch Raumschiff-Waffen, finde ich sehr, sehr markant geworden, kann ich auch schon die Waffen erkennen am Sound, sehr, sehr wichtiger Punkt, tatsächlich unterschätzt man schnell, ist aber tatsächlich mit 2.6.1 schon auf ziemlich guten Pfad. Vielleicht kann man noch sagen, so die jetzige Behring-Rifle, das Behring-Gewehr, beziehungsweise die Maschinenpistole, die stellt so ein bisschen den Goldstandard dar, den sie mit allen FPS-Waffen erreichen wollen. Ja, also das ist auf jeden Fall spannend nachzulesen, auch wie das dann im Animations- und Rigging-Team läuft. Übrigens an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr uns fleißig im Chat auch geschrieben habt, was das Rigging-Team macht und so. Und wie gesagt, sie gehen auch darauf ein, was dann halt mit den Waffenskeletten passiert. Dann gab es Happy Hour. Genau, und da ging es schon um die Charaktererstellung. Da geht es nämlich weiter. Da wurde so ein bisschen gezeigt, was der nächste Schritt ist. Und es würde bedeuten, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Gesichter zu wählen. Das wäre der erste Schritt. Der nächste Schritt wäre dann, auch ein Tool anzubieten, wo man Gesichter customizen kann. Ich stelle mir natürlich jetzt sofort vor, so wir bauen mal so aus Gag 10 Chris Roberts und lassen den irgendwie auf der Idris halt rumspacken. Wäre auf jeden Fall sehr witzig. Ich glaube, da kann man schöne Videos mitmachen. Ja, schön dann auch die Gesichter so verändern, ne? So die Eigenschaften des Gesichts, so wenn da mal nicht so gut drauf ist, Mundwinkel oder weiß ich. Naja gut, okay. Ja, dann bei
Da kommt der Finger. Oder wir machen so ein kleines FPS-Battle zwischen Chris Roberts und Derek Smart. Das wäre auf jeden Fall, darf ich eigentlich gar nicht verraten, das ist auf jeden Fall die YouTube-Idee. vielleicht macht ihr das ja auch. Ich bin ja mal gespannt, was da so möglich ist für uns. Ja, dann so Gesichts... weißt du, wenn man die vielleicht auch zusammenfügt, so dann... Oh naja, Gott, gut. Bitte okay, nicht. Das, die Fantasie geht durch. Okay, wo wir dann zu den Konterattacken kommen. Stimmt, nahtloser Übergang. Nahtloser Übergang. Im Nahkampf sollen Konterattacken eingefügt werden. Das heißt, wenn euch jemand so nahe kommt oder hier à la Derek Smart und Chris Roberts euch spammt oder euch an die Wäsche will, dann kann man kontern hier. Das, das kommentiere ich jetzt mal nicht. Diese Bilder, die da entstehen, naja, ist egal. Aber jedenfalls, Konterattacken stehen auf dem To-Do-Zettel. Finde ich ganz schön geil, muss ich sagen. Aber auch ziemlich anspruchsvoll, wenn man weiß, wie schnell so eine Attacke funktioniert. Dann auf dem Keyboard oder auf der Maustaste XYZ, ja, bei der Gaming-Maus, schnell die andere Taste drücken, um es abzublocken. Mhm. Boah, kann ganz schön schnell zu so einem Tekken werden, vor allem, wenn man... Tekken ist doch gut. Ist geil, ja, aber ist hart. Ist hart, aber gut. Ist hart, aber gut. Ja, weil wenn ich habe jetzt eine große Klappe, weißt du? Und dann Multitasking, wir Frauen brüsten uns ja immer, dass wir das können, aber dann auf der Tastatur... Ja, vor allem, einmal kriegst du einen Gewehrkolben ab, ja. Anderes Mal kriegst du ein Messer ab. Beides musst du verschieden blocken, denke ich jetzt mal, sonst ist deine Hand halt irgendwie ab. Ja. Naja, ganz schön hart. Naja. Ja, was hatten wir noch was bei Happy Hour? Atmosphärenflug. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Es wurde schon mal gesagt, ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass der Atmosphärenflug eher rudimentär wird. Jetzt haben sie schon mal gesagt, die Gravitationskraft der Planeten wird das Flugverhalten der Schiffe beeinflussen. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Punkt. Ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt die Gravitation sehr schwach ist, von einem Mond beispielsweise, dass ich dann dementsprechend schnell Reaktionen im Pitch habe, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man da echt aufpassen muss. Oder aber wenn die Gravitation stark ist, dass ich mehr Widerstand spüre bei Pitchbewegungen, wäre so eine Möglichkeit. Mhm. Oder das Schiff kippt schneller zur Seite weg. Alles das sind so Möglichkeiten, die man sich so vorstellen kann. Zur Atmosphärensimulation, zur Dichte, da fehlen mir allerdings noch die Infos. Ja, aber die werden Sie dann bestimmt jetzt bald hoffentlich nachtragen sozusagen. Auf jeden Fall ist es ein spannendes Thema. Und dann will ich die Aurora-Piloten sehen, die versuchen bei Sturm und Wetter ihre Zigarre zu steuern. Das wird auf jeden Fall lustig. Ja, gut, das war's damit den Weekly Updates im Prinzip bei Around the Verse. Dann springen wir mal rüber, wir wollten unbedingt den Lawmakers Guide heute mal wieder hinzufügen. Da gab's ein neues System, was vorgestellt wurde. Das Kiel-System. Das System hat 6 Planeten, ja, hat immer mehr Popularität erlangt, weil es immer mehr Jump Points zu anderen Systemen, oder gefunden wurden. Und ein ganz wichtiger Jump Point zu den Skiern, der wurde aufgedeckt. Dadurch wurde das System wiederum umfunktioniert, einen Militärstützpunkt. Und ich will gar nicht zu viel verraten, lest es nach auf SCB, wie es dann während des Krieges, nach dem Krieg, seine Rolle gefunden hat oder auch nicht. Und wer Emilia ist, das erfahrt ihr dort auf SCB. Ich finde es lustig, dass die so eine Affinität haben zu deutschen Namen oder deutschen Städten. Jetzt haben wir nach Bremen auch Kiel, das Kiel-System drin. Vielleicht kommt ja noch Buxtehude oder irgendwie Rostock. Ja. Berlin wird es sicherlich schon geben. Ja, New Berlin als System wäre geil. Ja, das wäre ganz gut. New Berlin. New Berlin. Berlin City, ey, Alter. Ein Planet voller Spätis und Clubs und unnützen Souvenirshops. Ja, und dreckigen Gassen. So. Naja. Und nicht funktionierende U-Bahn-Systeme. Ah, ja. Obwohl wir ein gutes U-Bahn-System haben. S-Bahn. S-Bahn ist das Problem, ja. S-Bahn ist die fahren nicht immer, vor allem, wenn manchmal Winter auch nicht ist, so gerne. Ne? Ja, dann sind sie immer überrascht. Und okay. Winter dauert auf jeden Fall, würde ich sagen, von Ende August bis Mai in etwa. Ja, das stimmt. Okay, wir schweifen schon wieder ab. In puncto Handel, genau, das wollte ich auch noch erwähnt haben. Es gab auch in der Law bei Kaizen den Punkt Handel. Es gibt eine neue Handelsinitiative. Der hat der Imperator Costigans kürzlich eine Ankündigung gemacht, dass zwischen den Menschen und den Chian jetzt eine neue Handelsinitiative aufkommt oder stattfindet, die sogenannte Huxa Human Chian genannt. Und das ist ganz spannend, weil das natürlich auch Auswirkungen auf die Beziehungen hat zwischen den
ja, zwischen den Menschen und den Schiern. Und das könnt ihr auch auf SCB nachlesen, wurde alles für euch übersetzt und das ist ganz spannend. Da denke ich mal, für alle Trader sehr, sehr wichtige Informationen, wenn man an seltene Waren rankommen muss. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man dann durch gefährliche Gegenden fliegen muss, um dann diese ja, Handelsgegend zu erreichen. Ja. Wir kommen zu den Videos. Wir haben die Tutorial-Reihe wieder gestartet. Das spricht jetzt die Tastenbelegung für 261 erklärt. Euren Einstieg ins Verse, das HUD, als auch das Port-Modification-System. Schaut es euch an, bringt euch auf den neuesten Stand. Dann gab es ein neues Voice-Over zur Hornet. Ja, da ging es im Prinzip um die Entwicklung oder die Geschichte ja, vom leichten Jäger zum mittelschweren Jäger. Das ist ganz schön aufbereitet worden und da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Mein Evergreen, die Hornet. Chris Roberts wollte eine Hommage schaffen an Wing Commander, sollte ein leichter Jäger werden, wurde mittelschwer und auf jeden Fall eins der markantesten Schiffe des Star Citizen-Universums, würde ich sagen. Aber wird für ihn nicht an die Conny rankommen? Nee, bestimmt nicht. Der bleibt der Conny treu. Ja, siehste. Gut, die Interaction sind wir schon. Ne? Schon wieder eine neue schon Umfrage. Schon wieder eine neue Umfrage. Wir wollen so viel von euch wissen. Und wir finden das aber auch gut, weil ihr uns ja auch immer bereichert. Und diesmal wollen wir wissen, welche Schiffe wünscht ihr euch denn in Zukunft oder jetzt demnächst? Vielleicht sogar im nächsten Patch, der jetzt ja bald vielleicht schon zu den Evocatis kommt. Wir haben so ein paar Hinweise. Es könnte zum Beispiel die Prospector sein, die wird ja für 3.0 gebraucht. Es könnte die Buccaneer sein, die ist ja jetzt auch auf der finalen, in der finalen Phase angekommen. Oder das sehnlich erwartete Update, das Rework der Cutlass. Ja, oder vielleicht Ostern, Überraschungsei, über was ist da los? Vielleicht auch irgendein Überraschungsschiff. Die Osterversion der Reliant. Die Osterversion. Mit Ohren. Ja, also genau. Also stimmt ab, lasst es uns wissen und wir werden das nächste Woche wieder auswerten. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr wieder eingeschaltet habt und so treu bleibt. Vielen Dank für eure Däumchen, hoch, mittel, wie auch immer, in welche Richtung sie gehen, für euer Feedback, für eure Abos und für eure Unterstützung. Auch bei Patreon. Wir danken euch und freuen uns, dass ihr uns so treu seid. In diesem Sinne? In diesem Sinne? See you on the flight deck!